Die griechische Europaabgeordnete Eva Kaili geht gegen die belgische Justiz vor. Über ihre Anwälte ließ sie erklären, Polizei und Geheimdienste des Landes hätten ihre parlamentarische Immunität verletzt. Die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments war im vergangenen Dezember wegen Beteiligung an einem Korruptionsskandal im Zusammenhang mit Katar verhaftet worden. Kaili ist nicht die Einzige, die rechtliche Schritte gegen die belgische Justiz eingeleitet hat. Die beiden anderen in den Skandal verwickelten Abgeordneten, der Italiener Andrea Cozzolino und der Belgier Marc Tarabella, legten ebenfalls Berufung ein. Wenn sie bestätigt werden, könnte der ganze Fall scheitern. Am Dienstag fand in Brüssel die erste Anhörung statt. Οι ενστάσεις αυτές στηρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα στην ασυλία που έχει η κυρία Καϊλή από τις μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου. Και αυτό επάγεται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας. Και η δεύτερη και η βασικότερη ένσταση είναι ότι ο ανακριτής της υπόθεσης, κ. Μισελ Κλές, είχε σοβαρό κόλλημα για να μην είναι ανακριτής. Και το απέκρυψε αυτό το κόλλημα, το οποίο συνίσταται στο ότι ο γιος του κυρίου Κλές, του ανακριτή, μαζί με τον γιο βασικής υπόπτου και εμπλεκόμενης ευρωβουλευτού, είχαν κοινή εταιρεία. Eva Kaili wurde im April aus dem Gefängnis entlassen und ist erneut als unabhängige Abgeordnete im Europäischen Parlament aktiv, während sie auf ihren Prozess wartet.